Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Total War Warhammer. Ich bin der Sankura alias Ramon und ich begrüße euch ganz herzlich erneut in einer neuen Session, zu einer neuen Kampagne in diesem wundervollen, schönen Strategie-Game. Ja, so geht es nämlich erneut in die alte Welt. Ihr habt es euch gewünscht, ihr habt darüber in dem Sinne abgestimmt. Wir spielen diesmal das Imperium. Das letzte Mal waren wir mit dem Zwergen unterwegs, war ja auch eine coole Sache, die kleinen tapferen Streiter, und wir stellen uns erneut auf die gute Seite, ne? Denn das Imperium mit dem Imperator Karl Franz, den wir auch hier spielen werden, ist auch ein Verfechter des Guten. Zum Imperium selbst, rein geschichtlich gesehen, ist der Imperator Karl Franz der amtierende Herrscher im Allgemeinen, nur als das Imperium bekannte Reich des Menschen, und somit hat er es auch geschichtlich dann gesehen auch geschafft, nämlich unter seiner Herrschaft das Imperium neu aufblühen zu lassen. Er ist auch natürlich mit der Reichsgarde ein ganz besonderer Kerl hier, denn er führte nämlich die Reichsgarde, die wir nämlich dann auch kennenlernen werden, eine besondere Kavallerie, eine Schockkavallerie, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Nämlich führte der werte Karl Franz nämlich seine Reichsgarde in das Tiefenreich, um nämlich bei einer ganz besonderen Schlacht nämlich die Zwerge zu unterstützen. Es müsste die Schlacht der zerbrochenen Säulen gewesen sein, wo er nämlich den Zwergen beistand gegen die Skaven. Die Skaven kennen wir ja in dem Sinne, Skaven kennen wir noch nicht, das Rattenvolk. Genauso wie das Echsenvolk und Co. Das kommt ja dann später in Total War Warhammer 2, worauf ich mich jetzt schon ungemein freue. Aber es ist wieder Zeit für ein wenig Strategie. Nun gut, bleiben wir erstmal dabei. Er hat ja natürlich ein besonderes Mount mit dabei, geschichtlich gesehen, seine Todesklaue. Aber das Imperium ist ja in dem Sinne etwas Besonderes. Wir haben erstmal die imperialen Ämter. Kommandanten können als Ämter besetzt werden, was ihnen besondere Titel und Boni verleiht, auch global oder nur für den Charakter selbst. Das werden wir dann noch sehen. Wir haben natürlich die Magierakademien. Das heißt, wir dürfen natürlich verschiedenste Lehren der Magie uns zunutze machen, um das Imperium zu stärken, sei es defensiv oder offensiv auf den Schlachtfeldern. Und zu guter Letzt haben wir natürlich hier auch eine ausgeglichene Einheitenliste. Das heißt, wir können hier genauso gut defensiv wie offensiv arbeiten, denn dank der Kavallerie, unabhängig von den Bretonia, sage ich jetzt mal, den Pferdeleuten. Also geht es darum, dass wir hier mit der Kavallerie auch sehr gezielt und agil über die Schlachtfelder fegen können. Also ich bin gespannt. I command here. Genau, da haben wir ihn nämlich schon, den Imperator Karl Franz. Wir werden natürlich das Tutorial spielen, um die Geschichte auch mitnehmen zu können. Er ist ein Fraktionsführer, ein mächtiger Nahkämpfer und Anführer, kann Todesklaue freischalten, ein einzigartiges, flugfähiges Greifenreittier, in dem Sinne ein Königsgreif, wenn man das so sagen möchte, das mit großer Wildheit kämpft. Und das ist auch so, es ist ein wirklich sehr mächtiges Instrument in einem Warhammer-Universum. Seine Kommandoeffekte sind natürlich, die Bewegungsreichweite ist erhöht, alle Charaktere um 5%, damit wir auch relativ schnell natürlich durch die Welt starten können, unterwegs sein können. Und der Unterhalt für die Reichsgardisten und die Bihandkämpfer, in dem Sinne Zweihandkämpfer, wenn man das so sagen möchte, mit extrem großen Schwertern, wofür man beide Arme benötigt, um diese zu führen, mit denen geht es dann mit diesen Eliteeinheiten über das Schlachtfeld. Den Schwierigkeitsgrad werde ich auch schwer lassen. Wir waren ja bei den Zwergen auf dem Normalen, jetzt können wir ruhig mal ein bisschen höher machen. Wir wissen ja, worum es geht, ich weiß gar nicht. Sehr schwer wäre auch noch drinne. Legendär hätten wir wahrscheinlich im LP ein Problem wegen dem manuellen Speichern. Ja, es ist dann je nachdem wiederum ein bisschen ungünstig. Ich meine, das Pausieren bei Gefechten, da geht es dann natürlich halt, ne, ist halt für absolute Profis. Ich glaube, wir bleiben erstmal bei schwer. Wir haben am Anfang dabei Hellebardiere. Ich sehe schon eine Hellebarden-Infanterie, eine sehr starke defensive Infanterie, wiederum die guten Musketenschützen, zumal, ich sage jetzt mal so wie bei den Zwergen, mit rüstungsdurchdringenden Geschossen, was mir gefällt. Und natürlich die Reichsgarde, eine Schockkavallerie mit Panzerung und Schild und gut gegen Infanterie, die wird für Tod und Verderben auf den Schlachtfeldern dann letztendlich sorgen. Oh, Kavallerie, endlich sind wir schnell unterwegs. Ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir mal an.
Die Trommeln des Krieges verstummen nie. Denn die alte Welt schwebt in großer Gefahr. Ein starker Anführer muss das Imperium einen. Die größte Nation der Menschen. Götter kämpfen um das Schicksal der Welt. Und auch ich leiste meinen bescheidenen Beitrag. Im Dienste des jüngst gesalbten Imperators. Wir eilen zum Stammsitz des Imperators. Denn der wahnsinnige Ragnik Spinnenklaue greift die Mauern Altdorfs an. Mein Schützling ist Karl Franz, wahrer Träger von Galmaras. Doch auch wenn er kämpft, um seinen Status als Imperator zu sichern, wird seine Herrschaft die Nation stärken oder in den Ruin führen? Men of Reichland, Greenskins assault our capital. Theirs is a vile race Sigmar swore to expel from our lands, yet they dare return! Join me, men, for I will not rest until every accursed goblin lies burning on a pyre! Die Armee der Goblins liegt vor uns, Imperator. Sie bereiten einen Angriff auf Altdorf vor. Seht selbst! Seht selbst, und damit sind wir auch schon im Gefecht. Ja, ich weiß. Wir haben natürlich die Tutorials noch mit drin. Aber sollte ja kein Problem sein. Oh, da sehen wir schon die Mörser-Einschläge. Ja, Goblins. Eure Männer greifen den Feind von allen Seiten an, Herr. Greift selbst in den Kampf ein. Na, natürlich werden wir das machen. Ja, natürlich. So, da ist er nämlich, der Werte, Karl Franz. So, komm mal her hier. Ja, mit der mächtigen Waffe, wie sie eben schon vorgestellt worden ist. So sieht er aus. Der Imperator Sigmars. Zumindest des Imperiums, ne? Sigmar ist ja hier so eine Gottheit, sag ich jetzt mal. So, dann wollen wir doch mal uns in die Schlacht stürzen. Die Goblins warten schon. Und bisher sieht es sehr gut aus. Dass euch auch während der Schlacht Rat und Hilfe zur Verfügung stehen. Ja. Darauf könnt ihr euch verlassen. Dankeschön, das freut mich doch wie immer zu hören, mein weiser Freund. So, und zwar unterstützen wir hier natürlich jemanden in der Schlacht und kommen hier mit unseren Soldaten. Geht es jetzt in die Schlacht? Ork-Jungs. Lasst euren gerechten Zorn auf die Feinde niederschmettern. Streckt sie ohne Gnade nieder. Oh, das werden wir auch machen. Gegen die Ork-Jungs. Rein in die Schlacht. Komm, Karl Franz. Hau da mal kräftig durch mit deinem Hammer. Ja, du musst auch schon draufhauen. Die Flanken und Rückseite des Feindes an. Ja. Zweifelsohne dahinschwinden, wenn sie sich umzingelt sehen. Ja, die Standhaftigkeit der Männer wieder erneut. Ah, diesmal wieder gegen Orks. Das Kapitel hatten wir ja bereits schon. Aber schön. Also sehr farbenfroh, das Imperium so und so in jeglichen Facetten.
wenn man sie sich mal angucken möchte. Wir hatten ja mit den Zwergen kaum irgendwas mit dem Imperium eigentlich zu tun. Wir waren zwar mit denen verbündet, aber so sieht man sie halt mal. Oh Gott, Blut überströmt. Ja, dann haut euch da mal durch. Ach, ich freue mich. Ja, war nämlich jetzt schon längere Zeit eine Ruhepause, muss man dazu sagen. Und jetzt sieht's gut aus. Ja? Seht, wie die Grünen heute fliehen, wenn sie umzingelt sind. Ready for war! Umso besser für uns. Ja, für Sigmar. So, da hinten laufen noch Trolle rum. Da hinten sind noch welche. Natürlich müssen wir immer so ein bisschen gucken, was gerade Sache ist. Die stellen wir hier direkt mal in der Flanke auf. Jawohl, rein da, Karl Franz. Zermürbe sie mit deinem Hammer. Eure Streitkräfte stets gut unter Kontrolle, mein Herr. Oh, jetzt. Effektive Kommandogewalt ist eine Fähigkeit, die es sich lohnt zu meistern. Ach so ist das. Ja, ja, klar. Das machen wir doch gerne. Oh ja, von wegen. Das stellst du dir so vor, ne? Da kommen Trolle. Da kommen sogar zwei Trolle. Unschön. Wie machen wir das denn hier? Ich glaube, euch ziehen wir hier einfach mal rüber. Ihr unterstützt in der Flanke. Ihr greift bitte die mal an. Ihr kommt mal bitte hier an die Flanke rüber. Könnte jetzt gefährlich sein, aber es sollte schon funktionieren. Oh, jetzt geht er auf unsere Schwertkämpfer los. Das ist uncool. Eieieiei. Aus einiger Entfernung sind ihre Geschosse am effektivsten. So, Speere gegen die Trolle. Speerträger, ja, sind nämlich immer gut gegen die Trolle. Das sind ja, ist ja eine monströse Infanterie, wie man es auch erkennen kann, was die mit uns machen. Ich will hoffen, dass die Speerkämpfer da noch mit rankommen. Und der Karl Franz, ja, ihr haltet euch hier ganz standhaft, ne, ja. Das sollte kein Problem sein. Sehr gut, die Feinde fliehen schon. Ja, take the ground. Die fliehen jetzt auch. Dann könnt ihr hier schon mal direkt in die Flanke hinein. Das ist ganz wichtig. Wir kriegen von hinten noch Mörser-Unterstützung. Ja, flieht ihr Narren. Eure Anwesenheit kann das Schlachtenglück wenden, Herr. Eure Worte und Taten können die Truppen um euch ermutigen. Nutzt euren Einfluss, eure Fertigkeiten. Was haben wir denn schon für eine Fertigkeit? Feindesjäger. Geschwindigkeit und Vitalität ist erhöht. Ja, dann nimm das doch direkt mal. So. Du kommst nach vorne. Ihr werdet euch schön hier mal seitlich positionieren, so gut wie es geht. Und dann sollten wir das Gefecht hier doch easy, locker, flockig gewinnen können. Nicht hinterherlaufen, direkt auf die nächsten drauf. So, seid ihr am Schießen? Begeistert aktiv. Ja, Feuermodus frei. Genau, schön jetzt von hinten den Jungs in den Rücken und die Speerinfanterie hinterher. Der feindliche General begibt sich ins Gefecht. Er kämpft mit seinen berittenen Truppen. Streckt ihn nieder. Ja, das werden wir doch gleich sofort gerne machen. Ihn niederstrecken. Ja, dann würde ich doch schon mal direkt sagen, lass uns doch mal gucken. Ja, ihr könnt euch an für sich eigentlich schon mal direkt mal umdrehen. Wie, der ist alleine? Mit seinem Bit. Ah, nee, da hinten kommt noch etwas. Okay. Sollten wir aber hinkriegen. Sieht ja soweit recht gut aus. Ihr kommt ja hier hinten klar, ne? Ihr Verbündeten. Ja, das sieht wunderbar aus. Die kommen hier hinten klar. Er hat sogar hier noch Kavallerie. Schützenreiter sogar. Also in dem Sinne. Boah, mit Geschossen. Sind da Granatwerfer? Sehr gut. So, bleiben wir bei uns. Dann stellt euch mal auf. In Reih und Glied. Wir haben natürlich ein paar Verluste erlitten, ist an für sich halb so wild. Es ist ja das Tutorial. Und dann müssen wir mal gucken. Jetzt stellt er sich alleine vor die Mauer. Ja, ja. Dann werden wir den Kommandanten noch direkt mal einen Besuch abstatten. Was haben wir denn hier hinten? Spinnenreiter, ja. Wolfsreiter. Sollte aber kein Problem sein, unsere Linie hier halten zu können, falls sie uns dann in den Rücken kommen. In dem Sinne, dass sie einfallen möchten. Ach, jetzt hat er schon Angst und zieht sich zurück. Ja, Halle Julia. Da muss man ja gar nichts machen. Aber daher Speerinfanterie, helle Badeninfanterie, das sind sehr, sehr starke Einheiten. Die Schwertinfanterie ist so, ich sag mal, autonomal.
Die sind schon sehr tapfer, aber ich meine, gerade gegen Kavallerie sind halt nur unsere Speerträger und unsere Hellebardiere doch sehr effektiv. Ja, und an für sich ist es das gewesen, ne? Wir haben die Stadt beschützt. Und schaut euch mal an, was für eine schöne Stadt. Riesengroß, ne? Also sehr viel Liebe im Detail mal wieder auch hier zu sehen, gerade in einem Tutorial. Es soll ja gerade zu Beginn sehr imposant sein. Haben sie auf jeden Fall geschafft. So, und irgendwie... Genau. Der feindliche General wurde von seinem Reittier gezerrt und durchbohrt, mein Herr. Nun wird seine Armee den Kampfeswillen verlieren. Ja, wollen wir es doch hoffen. Da hinten sind die letzten Goblin-Bogenschützen. Sobald wir die haben, war es das. Goblins sind in die Flucht geschlagen, mein Imperator. Sieg. Altdorf ist sicher. Sehr gut. Tutorial gemeistert. Die Grünhäute fliehen in ihre Höhlen, Imperator. Ihre Gefallenen und Sterbenden liegen auf den Feldern. Altdorf ist vorerst sicher. Das freut uns doch zu hören. Unser Hauptstädtchen Altdorf. Die Hauptstadt ist sicher. Doch ihr seid von vielen Feinden umgeben. Betrachtet selbst die Karte, Eure Eminenz. Ja, das werden wir auch gerne machen, denn wir sind natürlich sehr verstreut, was das Imperium so angeht, das Menschenreich. Die Lande im Norden des Reiklands werden von Mittenheim kontrolliert, mein Imperator. Kurfürst Boris Wüterich, Graf von Mittenheim, war ein rivalisierender Thronanwärter und ist erbittert über eure Krönung. So ist es nämlich. Der ist uns nicht gerade freundlich gesonnen. Die wohlhabende Stadt Marienburg liegt im Westen. Vor mehr als 70 Jahren spaltete sie sich durch dubiose, schändliche Abmachungen ab. Böse, böse. Diese Stadt wäre sicherlich ein glänzender Preis für eure Herrschaft. Ja, natürlich. Sei es mit Diplomatie oder natürlich mit militärischem Geschick, wenn wir denen den, ja, in dem Sinne den Krieg erklären. Feinde, die eure Ernennung zum Imperator verleugnen, planen im Süden eine abtrünnige Provinz zu bilden. Sie werden euch den Krieg erklären und gegen Altdorf marschieren, sobald sie stark genug sind. Ja, und natürlich müssen wir unsere Provinz erstmal schützen. Die Abtrünnigen dürfen eure Herrschaft nicht anzweifeln und eigene Armeen aufstellen. Jetzt ist die Zeit, gegen sie aufzumarschieren, Eure Eminenz. Ja, und das werden wir auch machen. I am Prince and Emperor. Ja, der gute Karl Franz. So, den soll man nämlich hier rüber bewegen. Moving off. Gut. Derart entschlossenes Handeln wird die Feinde von euren Absichten überzeugen. Nun müssen sie kämpfen oder kapitulieren. So sieht's aus. Nieder mit den Feinden. Mehr Männer werden für eure Sache zu den Waffen greifen, mein Imperator. Rekrutiert sie, damit sie für die bevorstehenden Schlachten bereitstehen. Das werden wir natürlich auch machen. Wir werden viele Einheiten und in dem Sinne Armeen gründen. So, lass uns doch mal gucken. Was haben wir denn? Wir haben die Freischäler-Miliz, in dem Sinne eine annehmbare Nahkampf-Spezialisteinheit mit Vorhutaufstellung, schwach gegen Panzerung, ist eine Geschossinfanterie über kürzere Reichweite, hat doch gar nicht so viel Munition. Dann haben wir einmal die Speerträger, in dem Sinne die Speerinfanterie, die wirklich gut sind, wie die Hellebardiere gegen große Feinde und haben natürlich auch Ansturm abwehren. In dem Sinne eine defensive Infanterie und dann zu guter Letzt die Schwertkämpfer, die geschützt sind mit einem Schild, was ja in der Hinsicht interessant ist, falls wir gegen Geschosseinheiten kämpfen. Und ich würde sagen, wir rekrutieren gute Auswahl. Drei Schwertkämpfer. Bedenkt, dass eure Armee stationär bleiben muss, um neue Rekruten auszubilden. Ja, ich weiß. Da eure Hauptstadt nicht mehr bedroht wird, solltet ihr daran gehen, sie auf Vordermann zu bringen. Altdorf muss reich werden, damit das Imperium blüht, mein Imperator. Ja, das werden wir machen. Wir können nämlich natürlich auch unser Reichland, in dem Sinne Altdorf, weiter ausbauen. Ich sehe schon, was er will. Ich schlage eine Verbesserung eurer Ausbildungseinrichtungen vor, damit ihr euren Feinden taktisch und technisch überlegen seid.
Na gut, wir werden das jetzt am Anfang einfach mal machen. Kostet uns ja 2000 Goldtaler. Hervorragend. Die imperialen Technikkurse werden umgehend mit dem Bau beginnen. Sehr schön. Imperator, bei Sigmars Willen, es gibt nichts weiter zu tun. Warten wir ab, wie der Feind kontert. Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Eine neue Runde. Wir müssen jetzt natürlich wieder erneut warten. Ist ja rundenbasierend auf der, in dem Sinne, Hauptkarte. Wiederum Echtzeit dann im Gefecht selbst. Und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bei Total War Warhammer mit dem Imperium und dem Imperator Karl Franz.